Herzlich willkommen bei Darkenizer RC. Heute mal kein RC, sondern ich stelle euch ein Moped-Auto vor. Und zwar das Aixa Min-Auto. Das Aixa Min-Auto ist ein sogenanntes Moped-Auto, das heißt, es darf in Deutschland schon ab 16 Jahren gefahren werden und benötigt lediglich ein Moped-Kennzeichen für den Haftpflichtversicherungsschutz. Dieser kostet 60 bis 70 Euro im Jahr ungefähr. Sonst habt ihr da keine Kosten. Das heißt, das Auto ist befreit von Zulassung, von TÜV, von AU. Es benötigt keine sonstigen Steuern oder irgendwelche Umweltplaketten und verbraucht nur 2,9 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Mit anderen Worten, günstiger kommt ihr wirklich nirgendwo hin. Das Min-Auto ist ein 45 km/h Auto. So wie alle Moped-Autos in Deutschland für 45 km/h zugelassen, fährt aber von Werk aus, so wie alle weiteren Moped-Autos, zum Beispiel, was es da sonst gibt, von Aixam, von Ligier, von Châtenay, fahren die alle um die etwas über 50 km/h. Die Ausstattung, wie ihr hier seht, ist beim Min-Auto relativ spartanisch. Da ist nicht viel was drin, vor allem vorne im Cockpit-Bereich ist das Ganze relativ leer. Es ist nämlich so eine Art abgespeckte Version vom Aixam City. Natürlich gibt es diese Moped-Autos wie eben den Aixam City auch noch in anderen Ausführungen. Da sind die dann aber schon richtig teuer und liegen irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Euro mit ABS, elektrischen Fensterhebern, Zentralverriegelung, Airbag, Klimaanlage und sonstigen Spirenzchen. Dieses Auto hier verzichtet auf den Schnickschnack und kostet deshalb 7.999 Euro. Die Herstellerfirma Aixam ist außerdem Marktführer im europäischen Minicar-Bereich. Von daher ist die Ersatzteilversorgung gesichert